Terence, du bist sozusagen unser Man of the Match nach dem Auswärtsspiel bei Rostock mit den 2 Toren zum 2:0 Auswärtssieg erheblich beigetragen. Wie fällt denn dein Fazit zum Spiel aus? Dass wir die richtige Reaktion nach dem Regensburg-Spiel gezeigt haben, dass wir an einem schwierigen Ort 3 Punkte eingefahren haben, was halt sehr, sehr wichtig einfach für dieses Gesamtziel Klasse halt ist. Und war schön, dass wir einfach, dass wir da gewinnen konnten, die Null stand. Ich durfte auch mal wieder jubeln, deswegen war alles in allem supi. Gerade am Anfang, so die ersten 20, 25 Minuten, hatte man das Gefühl, dass Rostock euch extrem gefordert hat. Dann habt ihr besser ins Spiel gefunden. War das einfach für euch so ein bisschen dieses Abtasten und Rankommen oder war am Anfang auch die Schwierigkeit mit dabei, dass die ja doch sehr viel umstellen mussten aufgrund der personellen Situation? Nee, die lag eher an uns, denke ich mal. Also wir wussten schon, was uns erwartet, dass es richtig ruppig wird. Und es ist aber wirklich dann so gewesen, dass halt am Anfang des Spiels gar nichts ging, was Zweikämpfe, zweite Bälle anging. Haben uns halt den Schneid abgekauft, ich selber auch, da eigentlich nur rumgeflogen und konnte nicht viel festmachen, beziehungsweise da, bei mir persönlich, der Verdrongelin hatte mich eigentlich fast das ganze Spiel gut im Griff, habe ich dem auch gesagt. Und dann haben wir es auch ein bisschen verändert, was das Anlaufen anging gegen den Ball, wo wir den einfach die Rostocker schneller zum Schlagen zwingen mussten, wir dann vermehrt dann mehr einfach den Ball hatten. Und dann führt auch eins zum anderen, dass dann auch irgendwann die Zweikampfwerte besser wurden, dass wir einfach viel präsenter waren. Und das, glücklich dann, dass wir sozusagen diese Null mit in die Halbzeit nehmen, was ja auch nicht normal ist für uns in dieser Saison. Und dann denke ich mal, ab dann fiel das Spiel immer mehr auf unsere Seite und da kann man auf jeden Fall von einem verdienten Auswärtssieg reden. Und diesen verdienten Auswärtssieg, der es definitiv dann nach 90 Minuten noch war, den konntet ihr mit extrem vielen mitgereisten FCK-Fans feiern. Wie viel schöner ist es denn vielleicht für euch, auch wenn ihr den 1300 Leuten, die an einem Freitag diese unglaublich weite Strecke zurücklegen, dann so viel zurückgeben könnt? Ja, ich meine, da geht ja nicht nur ein ganzer Tag rauf, sondern wahrscheinlich der Folgetag auch noch. Und das ist schon eine enorme Belastung auch als einzelner Fan, was du halt alles reinwirfst. Ist nicht selbstverständlich, nervt mich auch selber, das immer wieder sagen und betonen zu müssen. Das macht uns aber aus. Und deswegen ist es schön, dass sie diese ganzen Strapazen halt, dass es alles nicht für nichts war, sondern dass wir einfach dann, dass die Fans dann glücklich den Heimweg antreten konnten. Und es ist sehr schön auf jeden Fall, dass alles in allem war es halt ein gelungener Tag für den Club. Dankeschön. Jo. So, gestern hat die lange, lange Heimfahrt aus Rostock sicherlich ein bisschen mehr Spaß gemacht. Mit 3 Punkten mehr im Gepäck seid ihr zurück in die Pfalz gefahren. Wie war denn so für dich das Gefühl nach dem Spiel? Ja, extrem erleichtert. Gerade nach der letzten Woche haben wir uns selbst schon auch in die Pflicht genommen, da eine Reaktion zu zeigen. Das haben wir dann auch, denke ich, geschafft. Mit einem ordentlichen Auftritt, wenig zugelassen gegen einen angeschlagenen Gegner. Und haben da dann, denke ich, auch nach dem 1-0 nichts mehr anbrennen lassen und das souverän zu Ende gespielt. Du sagst, dass nach dem 1-0, da hatte man das Gefühl, es geht nicht mehr viel schief. In der ersten Halbzeit hat es euch Rostock schon ein bisschen schwer gemacht, sie unter Druck gesetzt. Hatte das auch damit zu tun, dass die ja die Mannschaft komplett umstellen mussten vor dem Spiel? Also war das für euch auch so ein bisschen eine Wundertüte, wie ihr die dann zu erwarten habt? Ja, klar. Also hat man in der zweiten Liga, die Mannschaften haben alle in gewisser Weise eine Spielidee, eine Spielphilosophie, die dann auch in die Spiele reintragen, wenn jetzt fast die erste Elf komplett gefehlt hat. Nichtsdestotrotz waren wir darauf vorbereitet, was auf uns zukommt. Und ja, das ist dann auch so eingetroffen. Die erste Viertelstunde sind die alles angelaufen, alles angesprintet. Die mussten wir überstehen, das wussten wir. Da haben wir den einen oder anderen Ballverlust, der zu einfach war, hergeschenkt. Danach haben wir uns dann aber gefangen und uns in gutem Spiel angekommen, hatten da in der ersten Halbzeit auch schon die eine oder andere, für mich auch die klareren Chancen, die wir dann noch nicht genutzt haben. Aber dann mit dem 1-0 ist dann nicht nur für uns, sondern auch für Tee der Knoten geplatzt. Und nach dem Spiel, da konntet ihr ja mit über 1000 mitgereisten FCK-Fans feiern. So haben wir das zumindest im Stadion empfunden, trotz dieser Atmosphäre in Rostock, die man ja auch kennt.
über das ganze Spiel sehr lautstark dabei waren. Wie schön ist das denn vielleicht auch so für euch, wenn man den Leuten dann mit einem Sieg auch noch mal ein bisschen was zurückgeben kann? Ja, es ist unbeschreiblich eigentlich, was Menschen auf sich nehmen, einen Tag Urlaub nehmen, morgens um 4 in der Früh losfahren, um uns da zu unterstützen und dann eben trotz des langen Tages, den mit Sicherheit jeder hatte, da noch so einen Support hinzulegen. Das ist für uns unbeschreiblich. Das bezeichnet aber eigentlich aktuell die Beziehung zwischen Mannschaft, Verein und Fans, dass eben dann auch freitagsabends 900 Kilometer Entfernung die Mannschaft so unterstützt wird. Und ja, da freut es einen natürlich doppelt, wenn man dann da das Spiel gewinnen kann. Dankeschön. Gerne.